Jo Leute, was geht? Willkommen zu V Rising Early Access Game. Ist mein erstes Mal, da ich das spiele. Wurde mir vorgeschlagen im Chat. Und das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz nice. So ein bisschen Diablo-mäßig. Und man spielt irgendwie, man kann sich Charakter erstellen. Das ist ein Vampir und mit dem muss man looten und leveln. Ist ja genau mein Ding. Und wir könnten jetzt hier direkt online gehen. Wir können Privates machen oder man kann sogar einen Server hosten. Ich würde sagen, ich mache erstmal ein privates Spiel für mich alleine, um reinzukommen. Regelwerk. Okay, abbrechen. Clangröße. Die Anzahl der Spieler, die einem einzelnen Clan weiterreden können, spielen als Clans, können aufsteigen, bla bla bla. Okay, 4. Das ist ja erstmal zum Ausprobieren. Zugang. Maximal 40 Spieler? Okay, ich lasse es mal so. Ich lasse mal Standard. Neues Spiel starten. Startet. Verbindet. Ich bin gespannt. Also, ist ziemlich geil eigentlich. Ist so richtig oldschool, top-down, looten und leveln. So richtig Diablo 3 mäßig. Kommt ja im Juni, kommt ja Diablo 4. Am 17. bis 19. ist die Diablo 4 Open Beta. Die darf ich leider nicht streamen, aber die werde ich auf jeden Fall zocken. Ich werde euch berichten. Und 2. Juni geht dann Diablo 4 schon los. Was macht er da jetzt? Server startet? Ich will nicht auf dem Server, ich will auch alleine zocken. Lad. Ich glaube auch die Voraussetzungen sind nicht so hoch. Bei Steam kostet es 20 Euro. Ist eigentlich ganz okay für das, was man bekommt. Finde ich. Ist zwar Early Access, aber also der Umfang ist schon extrem krass, was ich gesehen habe. 8 von 10, 9 von 10 und fertig. So, genau, jetzt kann man sich hier einen Charakter erstellen. Einmal einen Typen oder eine Frau. V-Form oder so-Form. Sperren? Was heißt sperren? Ah, okay, Farben. Sollen wir mal richtig, also was richtig, da richtig Zeit investieren, Leute? Oder sagen wir Scheiß drauf? Ich guck mal so ein bisschen. Ich mach auf jeden Fall eine Frau. Ich mach auf jeden Fall eine Frau. Ich will immer Typen. Ich will mal eine Frau machen. Ja, mach eine nice. Okay. Okay. Darf ruhig ein bisschen gebräunt sein. Oder wir machen ganz hell. Nee, nicht ganz hell. So. Okay. Oh, Gesicht. Oh. Nee. 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 Weg damit. Nee! Das sieht witzig aus. Sieht so. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Dieses, wo die ganze Zeit am Lachen sind. Diesen Horrorfilm. Ich glaube, ich würde fast das Standardgesicht nehmen. Das sieht sehr männlich aus. Was würdest du sagen? Horrorgesicht dabei, ja. Muss schon böse aussehen. Aber nicht so. Nee. 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 Das muss schön aussehen. Nee, wir wollen schon ästhetisch haben. Also. Wir bleiben mal beim Standard. Komm. Augen blau. Ja. Frisur. So, jetzt verblüffe mich. Wir machen direkt mal hier. Gehen wir direkt auf blond. Seht ihr, wie die Haare wackeln? Mhm. Zeige ich mal alles. Oh, das ist cool. Will ich aber nicht. Oh, auch cool. So auf Horizon angelehnt. Das ist cool. Merken wir uns mal die Zehen. Die Zehen finde ich gut. So duttmäßig mag ich. Nö. Oh, Iro. An sich eine coole Sache, aber immer auf dem... Oh. Das ist cool. Auch cool. Hab die Nummer schon wieder vergessen von eben. Oh, das ist auch cool. 10 und 20. Oh.
Da sehe ich mich, ehrlich gesagt. 10, 20, ich glaube, das ist es. Wird ja mal besser, 23. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ja, 23 ist es. Merkmale. Bart! Nee, machen wir nicht. Zubehör. Ah. Was heißt das hier? Ach, sperren. Okay, ich sperre das mal. Ja, was das heißt. Zubehör. Ohrringe. Ohrringe, cool. Nochmal Ohrringe. Wir machen auf jeden Fall Ohrringe, oder? Die sperren. Esther? Nee. Sweet. Stellen. Gefällt mir. 16 fandst du auch gut. Kann man nicht erinnern. Okay. Kamera. So kann man Kamera bewegen. Drücke Leertaste zum Aufwachen. Machen wir. Wie ist der Ton? Ist der laut genug? Kann man ranzoomen? Oh yes. Ey, zeig dich doch mal. Ist scheu. Ist schüchtern. Ist ein bisschen schüchtern, Leute. Sie ist ein bisschen schüchtern. Egal. Okay. Umschalttasten für runtersprengen. W. Umschalttaste. Aha, okay. Shift-Taste ist das. Ja, passt momentan, okay. Kann man noch schnell laufen? Oha. Linke Steuerung-Taste. Oh. Da macht man irgendwas. Was ist das? Blutheilung. Vene freilegen. Okay. Treten. Also, ich bin absolut kein Tastatur- und Maus-Typ. Also, ich wünschte, ich könnte... Also, man kann es mit dem Controller verbinden. Es ist aber echt nicht... Es ist nicht so einfach, das zu machen. Weil man muss hier unten jeden Button dann einzeln belegen und sich merken, welcher Button das ist, weil die zeigen das nicht richtig an. Und hier links hast du auch nochmal was für Waffen und so. Oh. Wieso leckt das so? Okay, Knochen aufheben. Wieso leckt das so? Ich mach mal Grafik auf Mittel. Vielleicht liegt es ja daran. So, und dann habe ich hier unten... Ah, ne, das war das. R und C habe ich auch noch Attacken. Alter, ist das am Längen. Ermöglicht Erstellung von Knochenschwert. Aha, sammle Knochen. Okay. Soll Knochen sammeln. Kann sein, dass es jetzt beim ersten Mal laden der Gegner laggt, weil der den erstmal das allererste Mal runterladen muss. Ich kenne das aus anderen Spielen. Pokémon zum Beispiel. Beim allerersten Mal laden von Gegnern kann das schon sein. Oh, ups. Habe ich jetzt nicht genug Knochen? Knochen? Was steht da? 30 von 30. Beanspruchen, ja. Herrschungsrezept freigeschaltet. Knochenschwert. Tab. Mache ich. Herstellung. Knochenschwert. Bam. Kamera an sich ist ja auch gewöhnungsbedürftig. Nee, das ist normal top-down Diablo-mäßig. Also das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. So, jetzt habe ich hier ein Schwert. Schwert. Ausgerüstet, ne? Ja, ausgerüstet. Das sieht man, da habe ich ja in der Hand. Bam, bam, bam. Oh, der hat gescheppert.
Ich kann die einfach einsammeln, lol. Es stört mich gerade, dass es ab und zu laggt. Liegt's am Stream? Was steht denn da jetzt oben? Hilfsame Knochenschwert. Ermöglicht die Herstellung von Knochenring. Okay, machen wir. Ey, wer greift da an? Du Sack. Nimm das. Beanspruchen. Knochenring. Ermöglicht die Herstellung von Knochenrüstung. Stell einen Knochenring her. Mach ich. Knochenring herstellen. Okay, ich mache mir jetzt so ein bisschen Ausrüstung, ja? 5,2 Zauberkraft mehr. Was mache ich damit jetzt? Nein, nicht nochmal herstellen. Abbruch, Abbruch. Abgebrochen. Ausrüstung. Ah, guck mal, man hat ihn direkt. Man hat ihn direkt. Okay. So, und dann kann ich hier noch Knochenrüstung. Knochenschutz, Brustschutz her. Knochenschutzhose, Knochenhandschuhe, Knochenstiefel. Oh Junge. Okay, das. Tierhaut. Das kann ich auch noch machen. Und dann brauche ich noch Tierhaut. Ratten wahrscheinlich, ne? Oder? Hallo, war hier nicht eine Ratte? Da ist eine Ratte. Muss ich die töten? Herstellung? Ich habe keine Tierhaut. Ich guck gleich nochmal. Habe ich jetzt eigentlich direkt angelegt? Ja, habe ich. Okay. Ich habe ein Höschen an. Ein heißes Höschen habe ich an. So, was ist das hier? Knochen, Knochen. Behälter. Alles nehmen. Holz. Stein. Alles nehmen. Und jetzt kann ich hier nochmal die Brustrüstung machen. Kann ich hier auch währenddessen dann raus? Ja, der macht hier weiter. Genau unter mir. Allgemein, ich sitze eigentlich okay hier, ne? Ja, ich sitze okay. Gegenstand hergestellt. Jetzt brauche ich nur noch... Wie kriege ich dann nochmal Leder? Übel viele Knochen, aber wo habe ich das Leder herbekommen? Ja, auf F einsammeln nervt mich auch. E wäre irgendwie besser. Was hier? Sackgasse? Sackgasse? Eine Karte fehlt mir auch so ein bisschen, ne? Eine Karte. Eine Minikarte? Vielleicht kommt das später noch. Ich geh mal... Da schon wieder ein neuer. Ah, respawn die. Säcke. Kühe und Pferde droppen Leder. Wo habe ich das Leder eben herbekommen? Ich hatte ja schon Leder. Okay, Leder habe ich jetzt unendlich. Pflanzenfaser war das? Zählt das als Leder? Pflanzenfaser? Der ist stark. Ah, ich musste gar nicht die ganze Zeit Maustaste drücken. Ich kann auch gedrückt halten. Das ist gut. Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss, ne? Das ist doof. Auch den. Rottender Ghoul. Vielleicht gibt der ja Leder. Bist du Leder? Knochen? Ne, Knochen. Was soll ich mit den ganzen Knochen machen? Ich brauche Leder. Leder brauche ich. Pflanzenfaser, Holzfaser. Hm.
Gold. Ich hatte gedacht, vielleicht ist hier irgendwie was drin. Ich guck nochmal. Ich habe keine Leder, ne? Kann ich die töten oder so? Wo krieg ich scheiß Leder her? Zurück, wo du Leder brauchst. Weil ich es bekomme scheinbar. Hm. Vielleicht halte ich das auch direkt im Inventar. Ich meine, ich habe diese Ratten gekillt. Ist cool, dass man Holz abbauen kann, irgendwie. Guck mal, kann man nur endlich abbauen? Nee, kaputt. Hm, vielleicht ist das doch noch wichtig, das Holz. Ich nehme es mal mit. Alter, ganz im Baum gefällt. So, die Ratte. Was macht man mit diesen Ratten? Die kann man bestimmt killen oder so. Kann konsumiert werden. Aha. Da, ich fress die. Dann kriege ich hier unten was. Gesundheit. Oder Blutvorrat oder sowas. Blutvorrat 10 Liter. Okay. Levelt man denn irgendwo? Da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Man kann ja alles abholzen. Keine Ahnung, wie wichtig das ist, aber nice. Okay, die Ratten sind nur, um sich wieder zu heilen. Wo habe ich Leder herbekommen? Hallo, Torti. Torti war das, der das hier empfohlen hat, ne? Dann haben wir einen Profi direkt im Chat. Torti, wo finde ich Leder? Ich suche Leder. Ich habe unendlich Knochen, aber ich habe kein Leder. Und schnell laufen wäre eigentlich auch ganz cool. Und ihr merkt, jetzt sind auch keine Lags mehr. Das ist nur, wenn man das erste Mal hier die Sachen lädt. Das war ein Crit. Chillig. Ich weiß von nix. Lüge. Du bist ja der Profi. Ist hier was? Und mir fehlt noch eine Map. Aber vielleicht kommt das noch. Ne, hier war ich eben, ne? Hier ging es dann nicht weiter. Ja, ja, hier war ich eben. Ja, ich krieg bestimmt hier noch eine Map. Bestimmt kriege ich hier noch eine Map. Stelle Knochenhandschuhe her. Hm. Ja, wo kriege ich Leder her? Vielleicht aus dem Grab. Das kann sein. Ich habe doch eben auch ein Grab aufgemacht. Hier, Behälter. Nee? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Können die kaputt gehen oder so? Reparieren. Ja, wo kriegt die Tierhaut her? Ungeziefer-Salbe. Eine Salbe, die man nicht unterteilt. Hm. Okay, gehen wir mal weiter. Fahrbahne Woods betreten. Soll ich es machen? Mach ich mal, ne? Oh. Wähle einen Startort. Startort? Westlich farbener Wald. Östlicher farbene Wald. Nehmen wir Osten. Hast du die Quest Vorbereitung auf die Jagd beendet schon? Ich habe die Quest sieht man ja oben links. Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Aber es scheint ein Level zu geben, weil bei mir steht eine 8 irgendwie. Und der Gegner hier ist Level 4. Dass man hier aber alles kaputt machen kann, finde ich crazy. Und 1000 Sachen sammeln. Gefällt mir. Sammeln, sammeln, sammeln. Das fertig, bekommst du den Ballon von dem Blutaltar. Ah, okay, so weit bin ich noch nicht. Ich spiele das seit 2 Minuten. Fahrbare Wälder. Oha, von dem gibt es bestimmt Leder. Pflanzenfaser-Essenz. Tierhaut, let's go! Herstellen. Karte ist M. Ah, guck mal, ich habe eine Karte jetzt oben, Leute. Habe ich ja gesagt, man kriegt eine Karte. Ist das hier? Zum Teleportieren halten. Nee, will ich nicht. Na, ist schön. Karte, ich brauche jetzt noch ein Tier. Ist schon ganz schön gemacht, ne? Wenn man ein bisschen vielleicht noch reingeht. Oh, guck mal, wie schön die auch aussieht. Die haben echt eine schöne schönen Charakter gemacht. Du bist es doch. Level 9! Oh. Was war das? Level up, Level up. Ich hab's doch genau gesehen. Das war Level up. Tierhaut. Was das? Was das? Ich sterbe! Weil ich in der Sonne bin. Ich bin ja ein Vampir. Weil ich in der Sonne bin, sterbe ich. Eine Blutteilung, Blut gegen Sonne einzutauschen. Linke Steuerungstaste. In der Sonne. Ich war in der Sonne. Kann ich es nochmal machen? Hier ist mein Leben. LP ist Leben. Und das ist mein Blut. Okay, verstehe. So. Die fressen wir nochmal und dann mache ich hier die hier. Tatsächlich, wenn ich, hier, wenn ich in die Sonne gehe, ist böse. Deswegen habe ich hier auch eine Sonnenanzeige, Leute. Deswegen gibt es hier auch eine Sonne. Aha! Knochenäxte. Oh, oh. Oh, ich hoffe, ich darf den Baum hier fällen. Nicht, dass ich dann im Freien stehe und schmelze. Ich schmelze! Noch eine Äxte herstellen? Mache ich. Gegenstand hergestellt. Knochenkeule. Stell eine Knäule her. Eine Knäule, eine Keule. Aber wo ist der Unterschied? 3. Rüstungsstufe 3. Physischer Schaden ist ja genau gleich wie das Knochenschwert. Auch gleich wie das Knochenschwert. Ist wahrscheinlich einfach Angriffsmuster anders, ne? Brich Felsen in Stücke. Okay, dafür muss ich bestimmt diese Axt einsetzen. Guck mal, ich kann das auch direkt so machen. Chillig. Was ist das hier? Blumes Herz. 5. Nein, nein, nein. Es ist immer noch hell. Kann mal bitte der Tag vorbeigehen? Okay, brich Felsen, mach ich. Ist doch gar nichts für mich. Einer. Finde ich cool, dass es diesen ganzen Gedanken mit Looten und so gibt. Ich hoffe, dass dann halt auch später mit dem ganzen Zeug, was wir hier looten, auch was machen kann. Dass das nicht einfach unnötig gelootet wird. Aber ich habe gesehen, man kann sich eine Base bauen und so. Schaltet Blaupause frei, Schlosszentrum und Grenzen. Okay.
beanspruchen. Schlosszentrum und Grenzen. Baue und interagiere mit einem Schlosszentrum. Und wie baue ich ein Schlosszentrum? B ist bauen. What? Schlosszentrum. Das kann ich jetzt einfach hier irgendwo hinbauen, wo ich will. Oder wie? Kann ich es nochmal abbrechen hier? Ich will hier kämpfen. Stehen bleiben! Polizei! Er hat den gekillt, wie geil. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwo mein Schlosszentrum hinballern. Gibt's denn hier irgendwo Platz? Kann ich wieder zurück da, wo ich eben war? Ne, hier ist besser, ne? Ich guck mal hier, was... Kannst dich nicht teleportieren, während du Ressourcen trägst. Okay. Ja, aber ich hab doch hier... hier vielleicht? Ha, gekontert. So. So, jetzt nochmal gucken, ob ich hier bauen kann. Boah, es ist ja viel zu groß. Wo soll ich so viel Platz finden? Muss ich das alles abholzen, oder wie? Ich versuche mal, ob ich es alles abholzen kann. Vielleicht muss man ja alles abholzen. War ich da schon? Blockiert durch Umwelt. Ist auf hier Platz. Ganze scheiß Bäume, ne? Jetzt? Ach komm! Okay, ich suche mal weiter. Vielleicht gibt es einfach einen besseren Ort dafür. Ich holze jetzt hier nicht die ganze Umwelt ab. Ist irgendwo mal ein freies Fleckchen für mich? Auf der Karte sehe ich auch nicht unbedingt was. Alles voll hier mit... Oha! Kann man den killen? Level 18! Nee, lass mal. Lass mal gut sein. Ja, wo stelle ich die? Da stelle ich das Ding hin. Baue Interieur mit Schlosszentrum. Westen wäre bestimmt besser gewesen. Da hinten ist eine riesige freie Fläche. Oh, was hier unten? Richtige Höhle hier. Mann, hier ist alles voll mit Holz. Ah, guck mal hier. Das ist doch wie gemalt. Da, hier ist es. Hier muss ich bestimmt hin. Das hier wird mein Gebiet. Das ist es doch. Das ist es. Ja, das ist es. Zack. Okay. Bau und agiere mit Schlosszentrum. Was steht da? Erweitere dein Gebiet, indem du Grenzen setzt. Grenzen. Okay. Grenzen. Fordere ein verbundenes Schlosszentrum. Verstehe nicht.
Verstehe nicht. Schloss zerfällt, füttere das. Was? Füttere das. Was? Schloss verfällt, füge Blutessenz ein. Also dürften ruhig ein bisschen mehr erklären. Ich bin auch sowieso so dumm, was sowas angeht. Wir müssen nochmal. Was steht da? Erweitere das Gebiet, in dem du Grenzen setzt. Okay, und wie setze ich eine Grenze? Ach, ich brauche so Blutding. Da. Blutessenz brauche ich zweimal. Wo kriege ich denn Blutessenz her? Ah, konnte ich die herstellen? Blutessenz. Wo kriege ich denn Blutessenz her? Das hier sieht aus wie Blutessenz. Gib mir das her. Blutessenz. Ja, gib mir Blutessenz. Okay. Wo kriege ich Blutessenz her? Ah, warte. Nee. Blutheilung. Blut trinken. Habt ihr gesehen, wie ich Blut getrunken habe? Nähren. Nähre dich an einem feindlichen lebenden Humanoiden gegen gesund, wenn du F drückst. Wenn du die Aktion abschließt, füllst du dein Blut vor auf. Blablabla. Ja, aber das gibt mir alles nicht diese Blutressourcen. Wo krieg ich die denn her? Ich mir das hier irgendwie. Ich habe das hier aus meiner Domäne heraufbeschworen. Von diesem Ort aus werde ich mein Schloss wieder aufbauen und zu meinem einzigen Ruhm aufsteigen. Hm. Hier kann ich nichts herstellen. Da, ich habe 18. Wo habe ich denn jetzt auf einmal 18 her? Hä? Ich hab doch 18. Lass mich bauen. Hä, wo habe ich denn jetzt auf einmal 18 her? Habe ich nicht verstanden. Wieso habe ich auf einmal 18? Hau ich mal direkt 4. Weil ich hab's. Beanspruchen. Freistelle. Wände und Bauten. Schütze dein Gebiet, indem du Palisaden errichtest. Mach ich. Palisaden. Habe ich. 3 Stück. Platziere einen Holzhack. Holzhack. Oh, das ist cool, dass man so bauen kann auch, ne? Struktur bauen, nach links drehen. Platziere ein hölzernes Versteck. Was ist ein hölzernes Versteck? Was ist ein. Ach, Produktion. Nee. Vampirtresor. Beleuchtung, Außenbereich. Was ist denn ein hölzernes Versteck? Palisaden. Palisadensäule. Hölzernes Versteck. Sehe ich wieder nicht. Sehe ich nicht. Aber man kann hier noch scrollen. Nebelfeuerschale. Oh, Nebel machen. Klingt cool. Mache ich mal. Was ist hölzernes Versteck? Holzer. Nee. Palisaden. Produktion. Ich mache mal eine Kiste auf. Nehmen Sarg, warum nicht? Hölzernes Versteck, also hier ist nichts. Bauen. Schloss, Außenbereich. Beleuchtung. Wie baue ich denn ein Brett? Produktion wahrscheinlich, ne? Palisaden, Palisadenwand. Eingang.
Tor, Säule. Aber was ist ein scheiß Versteck? Ich bin. Verstehe ich nicht. Ein ausschalten. Kann ich da Holz reinschmeißen? Also nicht alles. Ich brauche auch noch was. Wie halbiere ich das? So. Brennt. Das ist cool. Weiß ich nicht, was es macht, aber finde ich cool. Jetzt bleibt die Frage, wie mache ich ein Ach, habe ich schon. Platziere ein hölzernes Versteck. War es das? Nebelfeuerschale. Was war denn hölzernes Versteck? Eine Kiste? Grundlagen, Handwerk und Veredelung. Okay, baue und hebe und deinem. Ey, ich finde es voll cool, dass aus einem Looter Top-Down Diablo-Klon auf einmal ein Aufbausimulator wurde. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Baue und interagiere mit einem Sägewerk. Da sehe ich mich. Herstellung. Sägewerk. Mir fehlt Holz. Oh Junge, jetzt geht's aber ans Farm, Leute. Da sehe ich mich. Und das kann man auch mit mehreren machen. Oh, das klingt geil. Die Sonne geht auf. Oh, was mache ich jetzt? Kann ich hier bleiben? Wegen Nebel und so? Müsste gut sein, oder? Hier müsste alles okay sein. So. Alter Schwede, ist das groß. What, ist das groß? Da muss ich ja erstmal hier wieder sowas bauen. Ich habe halt auch nicht mehr so viel, ne? Wie viel habe ich noch? 8. Noch 2. Dann habe ich hier aber ein bisschen Platz. Produktion. Stein fehlt mir. Mist, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Holen wir Stein. Wahrscheinlich baue ich das hiermit am besten ab. Und am besten irgendwo, wo ich nicht in der Sonne bin. Okay, das sollte reichen. So, bauen wir mal. Wie rum denn? Ich würde sagen, oh, ich will nicht, dass es auf der Fall. Obwohl, nee, es geht hier rein, unten rein. Ich mach's da so hin. Das geht. Sägewerk. Da kann ich jetzt Holz reinballern. 20 gibt ein Brett und ein Sägespäne. Okay. Keine Energie, gib Blutessenz in das Schlosszentrum. Ich habe keine Blutessenz mehr, ich habe alles weggeballert. Jetzt die Frage. Kriege ich doch Blutessenz dadurch, dass ich Gegner so aufsauge? Weil das habe ich ja eben gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Also ist wahrscheinlich immer tagsüber ein bisschen so Farming und nachts ist richtig schön Blutessenz sammeln. Ich dachte die ganze Zeit, ich würde mit jedem Schlag 30 bekommen. Ich kriege immer nur einen pro Schlag. Oder so. Ich glaube, ich bin Level Up. Sehe ich irgendwo, wo mein Level ist? Rüstungsstufe? Deine Ausrüstungsstufe im Vergleich zur Einheitsstufe eines Feindes wirklich auf den Schaden aus. Hm. Einheitsstufe. Sehe noch so eine Einheitsstufe. Knochenspeer. Baue ich mal. Das kann der Knochenspeer. Oh. Ja.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug Holz. Ah, ich brauche der Blutessenz, lol. Dann bauen wir mal weiter. Was hier? Einfache Werkbank baue ich. Brett. Scheiße. Hauen wir da mal ein bisschen Holz rein. Und sobald die Sonne untergeht, hole ich nochmal Blutessenz, würde ich sagen. Aber wenn ich hier so im Schatten bleibe, ist ja auch gut, ne? Angriffsstufe zu niedrig. Aha. Ja, und jede Waffe kann anderes Zeug abbauen. Ich merke das schon. Das gibt zum Beispiel 4 Holz. Das gibt wenig Holz. Und das gibt wieder viel Holz. Ja, da musst du die verschiedenen Waffen benutzen für die verschiedenen Ressourcen. Willkommen zurück, Torti. Darf mir jetzt auch nicht den ganzen Schatten wegmachen. Oh ne, den Bär will ich gar nicht. Den Bär will ich nichts zu tun haben. Ich hätte gern so ein... nochmal so ein Wölfchen oder so. Aber ich sehe jetzt auf der Karte oben auf, wo mein Sarg liegt. Das ist auch gut. Dann weiß ich, wo ich wieder hin muss. Hol dir auf keinen Fall Wolong. Ja, das dachte ich mir ja schon. Sagen wir so, das dachte ich mir ja schon, ne? So, und jetzt kriege ich hier Dingsbums. Plus 6 Essenz. Ja, okay, Blut trinken ist, kriege ich Essenz. Beli, du hast bestimmt schon mal was von V-Rising gehört, oder? Beli kennt jedes Game. Oh ne, Bär will ich nicht. Der erste Boss einfach, er hat halt das Elden Beast, ach so, scheiße. Mann, bin ich froh, dass... Ich würde gerne wissen, was Nobu dazu sagt. Ich hoffe, Nobu kommt demnächst mal, ich frag den dann. Bin gespannt, was Nobu dazu sagt. Nobu ist hier im Lurk. So, okay. Also nachts ist auf jeden Fall... Guck mal, hier war einfach ein Typ oder so. Okay, nachts ist auf jeden Fall schön... Material sammeln, also Essenz sammeln und tagsüber Material sammeln. Chillig. Nicht gut. Ich komme gar nicht so gut mit der Tastatur klar. Aber das liegt an mir. Nicht am Spiel. Einfach schlecht mit Maus und Tastatur. Aber mit Controller wäre es übel nice, glaube ich. Also für mich übel nice, wird mir übel Spaß machen. Ich spiele den nur aus Ehrgeiz. Ist so schwer, Wolong. Also ich meine, du bist ja ein absoluter Profi. Wie sollen das denn andere Leute da machen? Das kann ja gar nicht sein. Also es gibt ja auch... Irgendwann wird es ja unfair und nicht mehr schwer. Und man kann auch nicht leveln oder so bei Wolong. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da können wir vielleicht mal was anderes drüber reden. So, bauen. Bretter, genau. Ich muss Bretter. Dafür muss ich hier Essenz reinballern. 18. So, verbraucht. Und jetzt kann ich Bretter bauen, ne? Oh, beziehungsweise, guck mal, die werden schon gemacht. Sebe, vielen, vielen Dank für deinen dritten mit Prime. Danke für deinen dritten Prime. Gut, dass du da bist. Gut, dass du da bist. Wir brauchen dich gleich.
Sobald er mich in P1 trifft, resette ich den Kampf. Crazy. So, wir brauchen jetzt 8 Bretter. Was brauche ich noch? Erhöhe deine Ausrüstungsstufe, indem du stärkere Ausrüstung herstellst. 10 von 5. Wie baue ich denn stärkere Ausrüstung? Ausrüstungsstufe. Kann ich die leveln? Ich will nichts von leveln. Brauche ich denn bessere Rüstung? Nein, nicht Abbruch. Erstellen. Also unten steht immer so ein bisschen, was man machen kann. Beute reparieren. Ablegen, bewegen, Beute. Was heißt denn Beute? Man kann es fallen lassen. Okay. Hier kann man nur erstellen. Was ist das denn? Steinziegel. Steine. Aufteilen. Beute. Hier sind die Zahlen übrigens, sehe ich jetzt erst. Übel viel Stein habe ich, chillig. Übel viel Tierhaut, chillig. Aber wie erhöhe ich denn meine Ausrüstung? Ich level einfach? Einfach kämpfen? Habe ich 8? 5, 6? Da müssen wir das morgen früh machen, Sebe. Schluss haben. Okay, in der Zeit, wo der das Werk macht, kann ich ja eigentlich ein bisschen kämpfen gehen, ne? Falls ich was finde. Och nee, nicht der Bär. Wo schaffe ich den? Eigentlich guter Schaden gewesen. Ach, nähren. Scheiße, das gab ich schon nicht so viel. 14! Doch, gab gut. Da, dafür, dass er so viel Level über mir ist? Crazy. Okay, dann kann ich hier wieder Blutheilung. Schlosszentrum, 2,5 Stunden, easy. So, jetzt habe ich hier genug Bretter, ne? Bretter rausholen und jetzt kann ich hier bauen. Werkbank. Werkbank. Und hier kann ich schon bessere Sachen. Ah ja! Kupfer, Knochenkeule, Brett. Hier, die kann ich jetzt bauen. Knochen, Schutzrüstung, Tierhaut. Ja! Ja! Erstellen. 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 Was haben wir hier? Leder, raue Fäden. Schlüssel. Gefällt mir. Gefällt mir. So, jetzt habe ich das alles. Ist das weg? Ach, nur, ich habe das nur erforscht, oder wie? Oder ist das in der Werkbank? Hier ist es. Übertragen. Stufe 14. Jetzt noch ein geiles, eine geile Waffe. Mit einem Brett. Dann habe ich es doch schon. So. Knochenschwert. Ausrüsten. Nein! Habe ich jetzt genug? Stufe 15, ja, perfekt. Beanspruchen. Technologie freigeschaltet. Blutaltar. Heilung. Was kann ich hier alles jetzt schon bauen? Mein Gott, das, es ist ein Aufbausimulator. Es ist gar kein... Alter, was ist das? Also, die Charaktererstellung habt ihr verpasst, aber man sieht leider nicht so viel von ihr. Sie ist ein bisschen schüchtern, aber... Ah, die guckt dahin, wo ich hinzeige. Deswegen, guck mal, das ist sie.
Wie findest du die? So geil. Was haben wir hier? Ungeziefernest. Ein Nest, um Ungeziefer in deinem Schloss zu locken. Ein Arbeitsplatz, um Rohstoffe in Ziegel und Staub zu verwandeln. Blutpresse. Aus Biomaterial. Schmelzofen. Alter, das ist einfach ein Aufbausimulator geworden. Blutaltar. Kann ich bauen. Worum kommt der? Hier gibt es bestimmt eine richtige... Blutaltar. F. Alpha-Wolf. Aha. Blut verfolgen. Stopp. Was sagt er mir hier? Entdecke Wissen und neue Kräfte, indem du das Blut eines V-Blutträgers trinkst. Ist das wahrscheinlich ein V-Blut? Ich, nochmal. Blut verfolgen. Verfolgung abbrechen. Aktuelle Verfolgung. Und jetzt? Jetzt? Der zeigt mir hier auch nichts an. Muss ich irgendwas tun? Ich kann meine Beute in der Ferne spüren. Alpha Wolf. Der wird mir hier aber nicht angezeigt. Oder. Wo war ich jetzt, wo ich lang muss? Okay, ich denke mal da, wo das so herkommt, oder? Also würde ich jetzt so als alter Veteran sagen, dass da, wo das rote der Zeug herkommt. Oh, oh. Da muss ich hin. Ich habe noch keine neuen Attacken oder so, ne? Ich habe ein. Ich weiß auch gar nicht, wo man. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Ich kann nirgendwo meinen Charakter. Ah, hier, guck mal. B, Tab. M. Das P. Clan, okay. J. Aha! Das mache ich noch, bevor ich zu denen gehe. Schattenblitz. Blutritus. Das habe ich schon, ne? Blut. Unheilig. Habe ich keine automative Fähigkeit. Fähigkeit klicken. Chaos. Vampirkräfte. Habe ich noch nichts? Bin ich noch nicht aufgestiegen oder so? Oder wie kriege ich das? Kriege ich anscheinend noch nicht. Deswegen wurde mir das auch noch nicht gezeigt. Oh, V-Blut. Ah, das, da komme ich direkt hin. Oh. Okay. Okay, dann gehe ich mal dahin. Komm vielleicht noch. Wir sind noch im Tutorial. Die hätte ich gern. Das gibt doch wieder hier Essenz. Die können mich währenddessen angreifen. Wie unfair. Nähren. Egal, ich kann mich aber gleich heilen. Das ist gar kein Problem für mich. So, hier kann man sich heilen. Für Blut. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit Blut mache. Da 1. Ach, guck mal, das ist mein Level, oder wie? Blutqualität 9%. Versteckt alle oben genannten Effekte. Oh, wird gleich Tag. Wahrscheinlich kann ich in meinem Sarg den Tag einfach überspringen, ne? Was ist, was? Ich verstehe nicht. Wo soll ich lang? Oh, das sieht doch hier aus, als wäre da was. Was wird jetzt so Tag? Ich habe ein bisschen Angst. Hier wäre auch geil gewesen zu bauen. Sonne geht auf. Scheiße. Was ist das? Blutrose. Geil. Ich gehe mal in meinen Sarg und versuche mal zu schlafen. Vielleicht geht das ja. Hier runter. Ob man den Tag verschlafen kann. Gib mal hier das Holz rein. Ja,
kann ich in meinem Sarg einfach den Tag verschlafen. Du spielst oder bist du offline? Lernst du das zum Aufmachen? Weiß ich nicht. Ist immer noch Tag. Was hat das gebracht? Oder vergeht die Zeit da nur schneller? Es wird nicht Nacht. Was bringt das? Das bringt nichts. Okay, ich versuche dem Ding hier mal zu folgen. Scheint ja irgendwo da so lang zu sein. So zwischen den Bäumen geht's eigentlich gut klar. So Leben. Okay. Ist er das? Ist das hier? Level 18. Verbrecher. So nicht Verbrecher. Aber den nehme ich mit. Hoffentlich verbrenne ich jetzt nicht, weil ich in der Sonne bin. Nee. Perfekt. Ich bin schon richtig gut, obwohl das mit Maus und Tastatur ist. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, finde ich. Kann man... Oh, kann man auch da hoch? Wo kommt jetzt das her? Da. Da. Hier hoch? Oder wo muss ich lang? Da muss ich lang. Ich meine, der ist Wasserstand da Level 16. Ich bin ja jetzt schon Level 17. Oha. Oh, nicht verbrennen. Nein, ich wollte den wollte ich killen. Schade. Okay, das ist auch irgendwie so markiert. Ist das hier unten? Nee, oder? Befallener Friedhof. Da oben? Nee, da sagt mir da lang. Kann ich gar nicht so aussaugen. Das geht, glaube ich, nur bei so richtigen... Also er sagt mir da, ich will trotzdem wissen, was hier ist. Hier ist irgendwie so nochmal... Oha! 27, da gehen wir nicht hin. Das ist was für eine andere Folge. Ich halte mich aber. Warte, wo ging das hier? Da ist er, der Alpha-Wolf. Aber der ist voll in der Sonne. Ich warte, bis Nacht ist. Den kill ich. Und ich will mich heilen. So, dann mache ich mir nochmal Blut. Hier, friss mal eine Ratte. Dann warte ich kurz, bis Nacht ist. High Risk, High Rewards. Ja... Ich könnte es wahrscheinlich auch im Sonnenlicht fighten, aber ich bin nicht so gut mit Maus und Tastatur. Du weißt, man muss immer wissen, was man kann und was man nicht kann. Maus-Tastatur bin ich echt nicht gut. Ich hing hier auch eh mit der Maus irgendwo da oben. Ich bin nicht gut mit Maus und Tastatur. Mit Controller übel nice. Ich hoffe, die bringen auch Controller-Steuerung rein demnächst.
guck mal, wenn wir ganz nah sind, dann geht's. Ganz schön. So, es wird Nacht. Es wird dunkel. Dunkel leer. Und ich bin gespannt, was danach passiert, wenn man so einen Alpha-Wolf besiegt. Okay, Tag. So, Mond geht auf. Perfekt. Alpha-Wolf, komm ran. Komm ran hier auf den Meter. Wilddieb. Dich wollte ich eigentlich nicht. Sieben Essenz, schön. Alpha-Wolf, wo bist du? Wo ist denn gelaufen? Gebiet entdeckt, Wolfshöhle, da ist er. Na, ja, Schaden ist okay. Konter. So nicht, mein Junge. Haha, daneben. Haha, Konter. Ich muss immer auf die Tastatur gucken. Ich bin... Oh, daneben. Ich bin so schlecht, wirklich. Er hat Kollegen gerufen. Ich wusste, dass er das kann. Ich hab's mir schon fast gedacht. Oh, nähren ist, glaube ich, hier nicht so clever. Ich muss gleich mal kontern. Mann. Aber der, ich hab ihn fast. Ich hab ihn. F zum Extrahieren. Gewinnung vom V-Blut. Alpha Kevin gegen Alpha Wolf. Gewinnung vom V-Blut. Was bringt das? Tierhaut 200. Holz. Anspruch, was? Vampirkräfte. Drücke und halte linke Steuerungstaste. Wolfsform. Okay. Einfach die Wolfsform am Start. Forschungstisch. Und hier ist irgendwie J. Hier. Den haben wir jetzt. Verwandle dich in eine flinke Kreatur, die deine Bewegungsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Dies. Allein von Schaden bricht dein Effekt. Geil. Okay, das heißt, du kannst die, die ich eben gesehen habe, alle besiegen und dann kriegst du hier irgendwelche Spezialfähigkeiten. Nochmal machen. Und damit bin ich jetzt schneller. 45% schneller. Oh ja, der ist echt schneller. Chillig. Gefällt mir. Geil, du kannst dich einfach verwandeln dann in alles Mögliche. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Also damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Weil es gerade nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Da kommst du Fähigkeiten von. Ey, wie geil. Map. Ja, da richtige Richtung. Ich hab dort den richtigen Riecher. Ab nach Hause und den Forschungstisch bauen. Baue und interagiere mit einem Forschungspult. Mach ich. Ey, das ist cool, dass man jetzt damit... Ich habe mich eben schon gefragt, ja, man müsste eigentlich ein bisschen schneller laufen. Aber jetzt, wer weiß, was da noch für eine Kreatur kommt, dass man richtig schnell laufen kann. Das ist ja entspannend. Das ist cool. Gefällt mir. Nähren. Moin, Philos. Das finde ich cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, Holz hier rein. Holz rein. Das, oh, nehme ich beides raus. Was ist das hier? Papier. Roher Smaragd. Blutrose. Roher Topaz. Okay. Okay. Forschungsziel. Ich will erstmal gucken, was ich hier machen kann vielleicht. Werkbank, was verbessern. Das würde gehen. Aber scheiß euch, behalt erstmal das Schwert. Das reicht erstmal. Totengräberring. Blutrosenring. Noch 10 Blutrosen könnte ich der machen. Guck mal, das kann ich auch fast machen. Was ist das?
Brett, Blutessenz. 320 Blutessenz? Was kann das? Durch den Zugriff auf eine Stufe 1 fallen diese Schlösser, dann kannst du einen Knochenschlüssel ausgeben, um das Schloss zu zerstören, oder drei Knochenschlüssel ausgeben, um die Kontrolle über das Schloss zu übernehmen. Kann nur auf Server verwendet werden. Ey, ich glaube, das ist das übelste Multiplayer-Game, oder? Bestimmt kann ich hier meinen Forschungstisch auch noch leveln. Okay, wir bauen. Was ist das? Vampir-Tresor. Forschung. Forschungstisch. Ich finde das richtig geil, diese Mischung aus Aufbauen und so und Forschung. Papier. Ich finde das richtig cool, diese Kombination. Einfach beanspruchen. Schloss, Fundament und Wände. Oh, interagiere damit. Schlosszentrum aufwerten. Kupferbarren, Leder. Das ist jetzt meine Aufgabe. Werte das Schlosszentrum auf und interagiere damit. Dienersarg. Wir hauen hier erstmal noch mal ein bisschen Essenz rein, glaube ich. Alter, das Game ist voll deep. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Du gehst weg. Oh, schon tot. Okay. Okay, das heißt, ich muss jetzt was bauen. Hier, Schmelz zum Beispiel, ne? 60 Kupfererz. Das wahrscheinlich. Nee, das nicht. Schleifstein. Ja, das, aber wo kriege ich Kupfererz her? Sekunde. Hier war doch Kupfererz draußen, ne? Das war doch so ein komischer Stein. Hier sowas. Kupfererz, ja. Mit dem hier? Nee. Okay, es geht nur mit der Angriffsstufe. Da kriege ich Kupfererz her. Okay. Jetzt kann ich Kupfererz sammeln. Gucken, ob ich 60 bekomme. Das wäre nice. Ja, dann könnte ich sogar das Ding jetzt direkt bauen. Bauen. Kupfererz. Schmelzofen. Schmelzen. Kupfererz zu Kupferbarren. 19 ist natürlich schlecht, ne? Einer zu wenig. Wie viel Barren brauchte ich nochmal für Leveln hier? 12. Okay, muss ich ein paar Steine finden. Und wie mache ich Leder? Gegerbte Haut, die soll schon Verrüstung umhängen wird. Wie mache ich die Haut? Herstellung? Nein. Vielleicht auch im Schmelzofen? Eisenerz, Schwefel. Guck mal hier, mit Steinstaub wird das dazu. Quarz. Also hier kann ich kein Leder machen. Das vielleicht. Habe ich noch Bretter? 4? Reicht nicht. Blutpresse. Rohstoffe in Ziegel und Staub zu verwenden. Das könnte es auch sein, weil dafür brauche ich Kupferbarren. Aber auch Schleifstein. Ich glaube, das ist es. Stein und Brett. Blutpresse. Wie cool, was es alles gibt. Treppe. Alter. Okay. Alter, was da wahrscheinlich noch alles kommt.
Den Bauplan bekommst du von der Bogenschützin. Sieh das wohl V-Wolf gesagt. Brauchst du erst den Bauplan. Ah, Gerberei kann man finden, den Bauplan. Kannst du den klaren Gründen. Ey, wie cool ist das bitte? Mega, mega Game. Holt euch V-Rising. Ich hätte nicht gedacht, dass das so deep ist. Das ist ja noch der ganz, 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 ganz Anfang. Ich bin ja noch gar nicht weggekommen aus diesem Wald hier. Macht das überhaupt Sinn? Ja doch, es macht Sinn, weil hier ist direkt der Teleporter. Ey, mega nice. Ja Leute, holt euch V-Rising. 20 Euro bei Steam. Lasst ein Like auf dem Video da. Folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.